Herzlich willkommen zu Charts & Co., der Finanzmarktanalyse bei Börse Stuttgart TV. Eine nachhaltige Trendwende will einfach nicht kommen. Die Preise für die Nordseesorte Brent oder auch die amerikanische Leichtölvariante WTI gerieten zuletzt erneut unter Abgabedruck. Ein fast schon identisches Bild gab sich zuletzt für den Goldpreis. Trotz andauernder geopolitischer oder auch wirtschaftlicher Krisen in und um Europa geriet auch der Goldpreis zuletzt wieder unter Abgabedruck. Wie geht es weiter auf dem Rohstoffsektor? Was machen die Preise für Öl und Gold? Genau darüber wollen wir heute sprechen mit Jochen Stanzel, Finanzmarktanalyst bei Godmode Trader. Herr Stanzel, schauen wir zuerst auf den Ölpreis. Sie glauben nicht zu Recht an eine Trendwende und rechnen im Gegenteil mit weiteren Kursverlusten. Was macht Sie aktuell so pessimistisch? Ja, im Februar hat das ja angefangen, da gab es immer mehr Marktbeobachter, die so einen V-förmigen Boden im Öl gesehen haben. Ich habe mich da nie so richtig anschließen können mit Kurszielen von 80 Dollar, denn nördlich tat ich mir schwer. Wir hatten ja damals, als das losging mit diesen Prognosen, das war Mitte Februar, hatten wir Brentöl bei 46 Dollar für sofortige Lieferungen. Und da das ja ein Terminmarkt ist, hatten wir da auch Zukunftspreise. Für ein Jahr in der Zukunft kostete eine und dieselbe Menge 60 Dollar. Also da waren 14 Dollar Differenz. Und da gab es dann ganz spezielle Händler, die da angefangen haben zu kaufen. Das waren sogenannte Arbitrageure. Die haben das kurze Ende des Marktes gekauft, weil sie eben diese 14 Dollar Differenz haben wollten. Und jetzt lagert dieses damals gekaufte Öl, das lagert irgendwo auf hoher See in irgendwelchen Tankern. Und die Arbitrageure, die bei 46 Dollar oder vielleicht auch bei 50 oder 52 Dollar noch gekauft haben, die verdienen jetzt nichts mehr, weil Öl einfach jetzt in einem Jahr in die Zukunft nur 5 Dollar mehr kostet als das kurze Ende. Und das würde diese Tankerkosten nicht mehr ausgleichen. Also sind die Arbitrageure weg und daher sinkt der Preis vom Öl jetzt auch wieder. Ein weiterer Faktor sind die USA. Dort sinkt die Ölproduktion trotz des gesunkenen Ölpreises nicht, sondern die wächst dank versteckten Subventionen für Frackingöl sogar noch weiter. Wir werden da sogar die Situation haben, dass wir in 2 Monaten die Kapazitätsgrenze der Lager erreicht haben werden. Und die Überversorgung des Marktes, wenn man es erstmal vergleicht mit damals nach dem Zusammenbruch der amerikanischen Banken, da war die Überversorgung des amerikanischen Marktes nicht so frappierend, wie es derzeit ist. Der Preis für das amerikanische Öl, für das WTI, ist aber noch 10 Dollar rund über dem damaligen Hoch. Und das muss sich meiner Ansicht nach anpassen. Wenn dann WTI einbricht, wird das das Brentöl mit nach unten ziehen. Nach einer Aufholbewegung zu Beginn des Jahres geriet der Goldpreis insbesondere im März wieder unter Abgabedruck. Ist diese jüngste Konsolidierung nun abgeschlossen? Ja, wir haben tatsächlich, wenn man sich den Tageschart anschaut, einen kleinen Boden im Goldpreis. Wahrscheinlich fundamental getrieben. Welcher Faktor steht da dahinter? Das ist die Zinswende in den USA, die sich doch ein bisschen schleppender gestaltet, als es zunächst erwartet war. Zwar ist der Aufwärtstrend seit November zerstört, wenn man das übergeordnet anschaut. Das heißt, wir werden hier, also zumindest von der Wahrscheinlichkeit her, Charttechnik ist immer Wahrscheinlichkeit, werden wir in dieser Bewegung, die jetzt anlaufen könnte, nicht mehr über 1.306 Dollar gehen. Aber der Preis kann gut und gerne hier rund 100 Dollar nach oben gehen, ohne die 1.306 zu übersteigen. Gut ist, dass Gold keine neuen Tiefs mehr gemacht hat. Lassen Sie mich das anmerken. Das Tief vom November, das lag bei 1.132 Dollar. Das Tief von vor 6 Tagen lag bei 1.143 Dollar, war also noch 11 Dollar drüber. Und ich erzähle das deshalb, weil in den letzten Monaten rund 1 Milliarde Euro in physisch besicherte Goldfonds weltweit geflossen ist. Also so Produkte wie Euwax Gold, die mit Barren besichert sind. Und ich denke, viele hätten sich hier wieder abgeseilt, wenn Gold auf Dollarbasis neue Tiefs gemacht hätte. Tat es aber nicht, sondern dass jetzt wieder Platz da ist für neue Anstiege. Ein wesentlicher Faktor für den Goldpreis war zuletzt sicherlich auch die anhaltende Euro-Schwäche. Wie würden Sie die weiteren Aussichten für die europäische Gemeinschaftswährung bewerten? Laufen wir noch in Richtung der Parität gegenüber dem US-Dollar? Zunächst nicht. Das war das oft genannte Ziel. Die 1,05, 1,06 waren da die eigentliche Unterstützung. Wie komme ich da drauf? Ich kam da drauf, indem ich den Chart von Euro-Dollar mal zurückgerechnet habe bis in die 70er Jahre. Den Euro, den gab es damals, wissen wir alle, den gab es dann noch nicht natürlich, aber man kann sich behelfen, indem man die festen Wechselkurse der damaligen nationalen Landeswährungen
Lira und so weiter zum Euro nimmt und dann eine Rückrechnung durchführt. Und was man dann erhält, ist ein Euro-Dollar-Chart, der zwei zyklische Tiefs in den 80er und 2000er Jahren ausgebildet hat. Verbindet man diese beiden Tiefs, die übrigens auch im US-Dollar-Index, der ja real auch damals schon gehandelt wurden, sind die auch sichtbar. Verbindet man die Tiefs und verlängert diese Linie dann nach rechts, dann kommt man heute im Frühjahr des Jahres 2015 bei 1,05 bis 1,06 raus. Und just an dieser charttechnischen markanten Stelle tritt Janet Yellen, die Notenbankchefin, vor die Presse und sagte etwas, was den Dollar schwächt. Ich frage mich immer auch nach 16 Jahren, wo ich hier mich mit der Börse hier beschäftige und Charttechnik betreibe, frage ich mich, ist das alles Zufall oder gibt es da irgendwelche Zusammenhänge? Auf jeden Fall habe ich da vor Yellens Notenbanksitzung vor 2 Wochen auf meinem Stream auf Guidance, auf meinem Desktop, da kann man ja auch mitlesen, was ich den ganzen Tag so schreibe, da habe ich meinen Kunden, meinen Lesern geschrieben, passt auf Leute, an der Marke kann es zu bedeutenden Aussagen von einflussreichen Personen kommen, zumindest ist es eine Beobachtung, dass es an so wichtigen Marken in der Vergangenheit immer wieder passiert ist. Also warum auch nicht dieses Mal? Und es hat funktioniert. Der Markt kauft diese Jahrzehnte alte Unterstützung und es besteht hier durchaus Potenzial für einen Anstieg um weitere 5 oder 10 Cent, also bis 1,15 bis 1,20, bis dann mehr Gewissheit über die Ausgestaltung der US-Zinswende besteht. Jochen Stanzel, Finanzmarktanalyst bei Gottmore Trader. Vielen Dank nach München. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt Charts & Co., die Finanzmarktanalyse bei Börse Stuttgart TV.